Hallo und herzlich willkommen zurück hier in unserem Desert Park. Und das Projekt ist wirklich mega gut bei euch angekommen. Ihr habt richtig viel geliked, ihr habt richtig viele Kommentare geschrieben und ich habe mich echt darüber gefreut. Also es macht echt Spaß, wenn ihr so aktiv mitmacht. Richtig viele hilfreiche Tipps habt ihr geschrieben. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht alle gelesen, aber viele davon gelesen. Und ich habe ja gefragt zum Beispiel, was ihr besser findet hier, das mit Sand oder hier dieses zweite, was ich jetzt gebaut habe. Da haben die meisten geschrieben, dass sie das hier besser finden. Finde ich persönlich auch, deswegen lassen wir das. Dann habt ihr mir richtig viele Dinosaurier geschrieben, die in so ein, ja, Wüstenambiente passen. Dann habt ihr noch geschrieben, ich soll Dünen und sowas machen. Das werde ich definitiv tun. Wir müssen hier ganz, ganz viel mit Dünen und Bergen und so arbeiten, weil viele Dekomöglichkeiten haben wir tatsächlich bei dem Sand nicht. Wir haben keine Kakteen, wir haben keine ja, kaputten oder vertrockneten Bäume und sowas. Also das ist echt sehr, sehr schwer. Und ihr habt auch geschrieben, dass ihr die Idee auf jeden Fall cool findet, dass ich einen Wildlife-Park daraus mache, einfach weil dieser blöde Grasrand halt wirklich störend ist. Und ja, ich denke mal, ihr wisst, was im zweiten Video ansteht. Ist ja meistens in so einem Parkbauprojekt. Ja, wir brauchen ein Entwicklungslabor und so einen kleinen Industriebereich. Das lässt sich immer ganz gut verbinden, weil wir wollen ja in dieser Folge hoffentlich die ersten Dinosaurier ausbrüten. Normalerweise mache ich es ja immer so, dass ich den Industriebereich hier auf Isla Nublar in dieser Ecke hier mache, weil die einfach so ein bisschen, ja, abgeschieden und abgetrennt von dem Rest ist. Aber ich glaube, diesmal möchte ich das mal ein bisschen anders machen. Die Frage ist nur, wo mache ich das Entwicklungslabor hin? Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Problem wird sein, ich will natürlich mit solchen Bereichen hier, weil die Besucherbereiche werden immer so ein bisschen grün sein, denke ich mal, weil einfach bei den Gebäuden dieser grüne Rand entsteht und ich den absolut nicht mag. Und den möchte ich so gut wie es geht vermeiden. Also hier werde ich auch irgendeinen Besucherbereich, denke ich mal, hinmachen, weil das passt hier mit dem Sand nämlich nicht so gut in dieser Ecke. Weil ihr seht schon, hier hast du halt keinen coolen Übergang und so. Ja, ich denke mal, irgendwas anderes wird hier hinkommen, aber nicht der Industriebereich. Den werde ich diesmal woanders hin machen. Und wir werden natürlich so wenig Besucherbereiche machen wie möglich, weil ihr seht schon, die Sandfläche ist jetzt schon nicht mega groß. Also sie ist natürlich noch groß, aber nicht mega groß. Und ich bin am Überlegen, ob wir mal den Industriebereich entweder in diese Ecke hier packen oder in diese hier. Ich glaube, ich mache das hier in diese Ecke. Dann werde ich hier auf jeden Fall so eine bisschen größere Ecke machen, wo dann auch noch ein paar Besuchersachen hinkommen, vielleicht hier ein Hotel und so. Weil ich finde das immer ganz cool hier, dass das hier ein bisschen höher ist auf dieser Seite. Weil dann kann man gut mit Höhenunterschieden arbeiten. Ich werde jetzt erstmal anfangen, hier so ein bisschen anzupassen. Ich möchte aber nicht ganz nach hier oben gehen. Ich möchte, ja, ich denke mal so, ja, ungefähr auf diese Höhe oder sowas. Müssen wir mal schauen. Es geht halt bei diesen Höhen immer so viel Platz verloren. Das ist echt sehr, sehr schade. Je höher man geht, desto mehr Platz geht verloren. Habt ihr ja ganz gut in meinem Mountainpark gesehen. Das war ja echt heftig, wie wenig Platz wir dann am Ende noch hatten. Aber ich finde, das haben wir ganz gut umgesetzt. Vielleicht sollten wir nochmal die alten Parks nochmal überarbeiten oder so. Das wäre ja auch eine sehr coole Sache, denke ich. Wenn man mal die alten Parks mit den neuen Tools so ein bisschen anpasst und überarbeitet. Ihr habt auch unter anderem geschrieben, dass ihr es besser findet, wenn ich hier Tag aktiviert lasse. Also, dass nicht immer Nacht und sowas wie Tag-Nacht-Wechsel ist. Tag-Nacht-Wechsel können wir später noch machen. Weil ich denke mal, das wäre dann ganz cool, wenn man auch mal die Wüste bei Nacht sieht. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein anderes Feeling dann. Ich weiß aber auch noch nicht, wie ich das machen will, wie ich den Park zum Beispiel für die Besucher ja, sichtbar machen will. Also das habe ich mir auch noch nicht so überlegt, weil ihr habt ja schon gesehen, mit so einer Strecke steht halt auch immer dieser blöde Grasrand. Da müssen wir jetzt auch was Gutes überlegen. Ich will das Ganze auch nicht zu groß gestalten und ich möchte tatsächlich... Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine coole Idee, glaube ich. Wir machen noch ein Stückchen hier weiter. Versuchen wir ungefähr auf dieser Höhe zu bleiben. Ich weiß, hier geht jetzt viel Platz verloren, aber das wird hier auch der einzig richtig größere Besucherbereich, den ich jetzt bauen werde, denke ich. Deswegen passt das, denke ich mal, schon. Wir müssen halt echt aufpassen, dass die Wüste vorhanden bleibt. Ihr seht jetzt schon, wenn ich das so mache, wie viel Wüste verloren geht. Eieiei. Aber hier oben wird auch nicht viel hinpassen. Wir können ja mal eben als kleines Vergleichsstück so ein Hotel nehmen. Boah, das geht aber. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen zu groß gegangen. Wir müssen mal schauen. Ich darf auch nicht zu klein gehen, weil ich habe hier noch was vor. Ich möchte nämlich ganz gerne... Ich glaube, ich mache mal so. Ich möchte hier so eine kleine Einbuchtung machen. Genau an dieser Stelle. Ich mache mal so. Und an dieser Stelle möchte ich gerne das Entwicklungslabor machen, weil das möchte ich auf jeden Fall... Oh ja, das Entwicklungslabor wird auch nochmal schwierig. Da müssen wir eigentlich auch Rasen untermachen. Also Gras untermachen. Weil sonst wird das auch diesen blöden Grasrand am Ende haben. Das geht nicht anders. Da müssen wir dann irgendwie einen Übergang uns überlegen. Weil das würde sonst nicht aussehen. Und ihr wisst ja, man kann leider den Untergrund im Nachhinein nicht bearbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt das Gebäude platziere,
und dann Gras dort habe, dann wäre es schon zu spät. So, ich habe das jetzt mal hier noch so ein bisschen eingebaut. Man kann das ganz schwer erkennen tatsächlich. Aber ihr seht jetzt so, ah, das ist halt so ein bisschen hier drin. Und dann habe ich halt geplant, hier noch einen Aussichtsturm zu machen und hier auf dieser Seite. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier die erst richtigen Untergrundfarben an die richtigen Stellen machen. Weil, ja, wenn wir da Wege und so drüber bauen, können wir es halt, wie gesagt, nicht mehr ändern im Nachhinein. Ist halt total doof gemacht. Deswegen muss man immer gut planen, was man vorhat. Hier werde ich definitiv eine Felswand am Rand machen. Ich habe auch wieder hier diese Höhe da angezeigt, also diese Terrainhöhe. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, jetzt fängt es an zu regnen, ist aber auch nicht weiter schlimm. So, hier schauen wir mal, dass wir hier einen vernünftigen Übergang gleich hinkriegen zur Wüste. Könnten die auch eigentlich direkt zur. Hier könnte ich direkt zur Wüste übergehen, eigentlich. Das macht hier keinen Sinn, dass ich hier Rasen mache. Dadurch geht nur mehr Wüstenoptik verloren. Hier oben sollte ich noch Stein machen. Ein bisschen. Passt. Ah, so ist gut. Hier können wir gleich noch ein bisschen mit Gräsern und so arbeiten. Dann wird der Übergang auch noch ein bisschen nicer. So, das passt, denke ich mal, schon fast. Sehr gut. Hier ist wahrscheinlich, warum es hier dann noch grün ist. Ich meine, es ist an sich ja nicht verkehrt, aber das liegt daran, dass hier einfach noch Büsche sind. Aber mit diesen Büschen kann man halt im Nachhinein auch noch gut arbeiten, auf jeden Fall. So, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Malen wir hier oben nochmal rüber. Mit Rasen. So, sehr gut. Hier oben soll auch Rasen hin, weil hier wird ja auch ein. Weiß nicht, ob das hier passt mit einem Turm. Vielleicht müssen wir das gleich noch erweitern. Es könnte nämlich knapp werden. Ich würde. Das passt aber. Ich würde halt gerne noch hier so einen Turm später drauf machen, dass man eine gute Übersicht hat. Das könnte, glaube ich, ganz cool aussehen. Echt mal gespannt, wie wir das hier hinkriegen, weil es wird halt super schwierig, ohne diese blöden Grasränder da zu arbeiten. Aber ich versuche es komplett. Also, dass der Park am Ende komplett ohne diese Grasränder auskommt. Ich hätte natürlich hier gerne schon Wüste gehabt, aber ist halt leider nicht machbar. Hier kann ich den Berg natürlich noch anpassen. Aber ich muss gleich erstmal gucken, wie ich hier den Weg nach unten mache. Das wird nochmal schwierig. Ich muss hier auch nochmal eben Rasen machen, weil sonst sind wir hier zu nah am Wegrand. Und dann kriegen wir wieder Probleme. Oh, was gleich auch noch schwierig wird, Leute. Wenn ich den Weg nach oben baue, wird es nochmal schwierig mit den Terrain tatsächlich. Also zumindest das, dass man den Grasrand vermeidet, wird schwierig. Denn könnten natürlich auch nur auf einer Seite hochbauen. Das wäre vielleicht sogar besser. Aber ich würde es eigentlich cool finden, wenn man so ja, zwei Gänge nach oben hätte. Aber es ist vermutlich einfacher, wenn wir nur einen Weg nach oben bauen. Ich denke mal, das werden wir hier an dieser Stelle eventuell machen. Vielleicht müssen wir da nochmal so ein bisschen. Also zumindest so ein bisschen, dass wir eine breitere oder eine längere Fläche haben, wo wir rüberglätten können, damit das der Übergang nicht so krass ist. Ich will halt wieder nicht so steil sein, von der Steigung her. Ja, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Wir werden jetzt erstmal wieder hier Gras rüber machen, weil sonst haben wir gleich das Problem mit dem Grasrand und können dann darunter nichts mehr verändern. So. Ihr könnt natürlich jetzt hier einfach so hochgehen erstmal. Ja, mir ist noch wieder eine Sache aufgefallen, die natürlich fehlt hier. Also ganz, ganz wichtig ist die. Und zwar müssen wir natürlich hier noch einen Zaun ziehen. Und das wird gleich wieder ziemlich, ziemlich doof werden. Weil wir müssen dann wieder hier einen Grasrand machen. Das geht gar nicht anders. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das, wenn ich jetzt hier den Zaun mache? Kann ich dann hier am Zaunrand noch im Nachhinein Grasrand machen? Oh, das geht sogar. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt erstmal den Zaun in aller Ruhe ziehen und dann können wir das noch im Nachhinein bearbeiten. Das ist ganz nice. Immerhin etwas. Das heißt, wir müssen trotzdem da gleich nochmal einen Grasrand machen, ob wir es wollen oder nicht. Ich wäre da natürlich direkt am liebsten zum Sand übergegangen, aber dann kriegen wir unseren Zaun hier nicht mehr unter und den werden wir definitiv brauchen. So. Hier können wir aber so Klippen machen. Das passt schon. Das finde ich nicht schlimm, den Übergang hier. Da müssen wir halt nur wieder auf dieser Seite hier gucken, dass wir gleich einen vernünftigen Übergang hinbekommen.
dann schön am Fels entlang bauen. Form finde ich eigentlich ganz cool hier schon. Ich finde, hier könnte man nochmal so ein bisschen reingehen. So. Dann können wir mal schauen. Den Rest machen wir später. Aber das sieht doch schon cool aus irgendwie. Also das ist eine coole Idee, glaube ich. Hier, wenn wir dann hier Aussichtsplattform machen. Hier hinten noch vielleicht ein Hotel und so hin. Und ja, ihr seht schon, wie viel Wüste dann verloren gegangen ist, ne? Ist echt insane. Aber ja, es bleibt nicht aus. Das Hammond-Entwicklungslabor ist natürlich super wichtig. Ich weiß auch nicht, ob wir die Ranger-Station und das ACU-Zentrum auch noch hier hin machen. Oder ob das woanders hinkommt. Das habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Aber das schauen wir dann am besten. Wir machen mal hier schon mal so ein paar Gräser hin und schauen mal. Ich nehme dann natürlich das Klippengras. Das ist ja so das ausgetrocknetste. Das passt eigentlich immer am besten, finde ich. Ja, guck mal, das sieht doch schon jetzt viel besser aus mit den Gräsern hier, der Übergang, ne? Sieht doch schon ganz ordentlich aus. Vielleicht kann man auch noch hier das ein oder andere Gras machen, sodass man hier einen besseren Übergang bei der Klippe hat. Werde ich auch noch hier oben noch machen, dass das nicht alles so gleichmäßig ist. Also, dass man mal solche Stellen hat hier. Das finde ich ganz cool eigentlich. Soll halt im Endeffekt möglichst natürlich aussehen. Und dann können wir schon eigentlich auf dieser Seite den Beobachtungsturm machen. Also die Beobachtungs... Nicht Galerie, das ist ja so ein Turm sogar, ne? Ja, ist schon richtig. Aussichtsturm heißt das Ding. So, das platzieren wir mal so hin, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was hinkriegen. Wahrscheinlich nicht. Wir müssen jetzt gleich auf jeden Fall gucken mit der Wegfläche, wie wir das machen. Ich denke mal, ich werde die natürlich hier in Besucherfarben machen. So machen wir das schon mal. Das ist cool. Und vielleicht können wir... Ja, eventuell könnte ich hier noch ein Bäumchen hinmachen oder so. Aber ich würde ganz gerne... Ich will nicht so weit vorgehen, glaube ich. Wir müssen mal schauen, wie wir das machen. Aber diese Kante würde ich schon noch gerne abdecken. Die ich hier habe. Möglichst nah. Na komm schon, so ist gut. Jetzt die Frage, gehen wir nur... Könnte natürlich auch nur bis... So ungefähr gehen. So. Ich glaube, das mache ich. So. Und dann machen wir die Ecke mal kurz hier weg. Oh nee, das war nicht gut. Ah doch, passt. Und jetzt müssen wir mal eben schauen, wie wir das... So, und dann gehen wir so auf die Wegbreite, glaube ich. Also, dass wir dann so eine Wegbreite hier haben, wie wir es jetzt hier haben. Das ist, glaube ich, eine coole Breite. Und dann schlängeln wir uns mal hier in diese Richtung entlang. Die Einreißpunkte sind auf jeden Fall wieder am Start. Sehr gut. Sieht doch schon mal recht cool aus. Vielleicht können wir hier gleich noch den ein oder anderen Felsen oder Baum unterbringen. Wir müssen allgemein hier noch an der Klippe ein paar Felsen unterbringen. Ne? Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Weil mit Felsen wird das Ganze definitiv noch besser aussehen. Ja, wir könnten natürlich hier noch einen Baum hinstellen zum Beispiel. Und wir schauen erstmal, ob wir hier noch Klippen hinkriegen. Und einen Zaun würde ich halt auch noch gerne da machen. Ich weiß nicht, ob ich mir das hiermit zerschieße, wenn ich das platziere. Ne, es geht eigentlich. Na, das ist doch schon mal recht cool. Hier muss auf jeden Fall noch ein Zaun am Rand entlang. Nicht, dass hier mir die Besucher runterplumpsen. Ich glaube auch, dass diese kleinen Vierersteine, nenne ich sie mal, mit so am besten geeignet sind, weil die relativ klein sind, schön länglich. Aber das sieht, glaube ich, schon ganz cool aus, wenn man die viel benutzt. Wir können natürlich gleich auch mal ein paar größere machen. Aber gerade hier am Rand und so. Aber hier geht es natürlich nicht. Schade, schade. Vielleicht können wir gleich hier unten noch ein paar machen. Okay, das sieht doch schon ganz cool aus. Dann bauen wir mal den Zaun einmal rum. Da machen wir definitiv diesen kleinen Zaun. Ist ja nur für die Besucher, dass die hier mir nicht... Entweder wir machen den hier hin. Oder wir bauen den hier vor. Jetzt wird es natürlich wieder schwierig hier mit den Steinen, ne? Wenn man da so viel Abstand halten muss. Das habe ich wieder nicht bedacht. Ich glaube, ich mache das so. Einfach da bis zum Rand. Und dann machen wir das hier genauso, das Spielchen. Einmal so.
Und dann werden wir gleich am Wegrand entlang bauen einfach. Das sieht doch schon recht cool aus, glaube ich. Hier ist nochmal eine schwierige Ecke für den Zaunbau. So, das sieht doch schon annehmbar aus, ne? Vielleicht können wir hier gleich noch den ein oder anderen Baum machen. Und hier vielleicht sollten wir auch noch Bäume hinmachen, weil sonst sieht das ein bisschen, hier noch den Übergang so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr Deko-Krams. Und dann sieht das alles auch schon besser aus, glaube ich. Das ist natürlich das Tool sehr ungenau. Ah, den da oben, den fand ich cool, den Baum. Ja. Jetzt, wenn wir hier noch Bäume hinmachen. Ja, da kommt natürlich sehr viel Grün dazu. Aber ich finde die Bäume an sich nicht schlecht, die hier entstehen. Ich könnte natürlich auch versuchen, mit den anderen Bäumen da zu arbeiten. Aber an sich finde ich es auch nicht schlecht, dass es ein bisschen grüner wird. Sieht dadurch ein bisschen natürlicher aus. Probieren wir hier nochmal so einen. So, andere Bäume gehen natürlich auch, ne? Kann man sogar ein bisschen besser platzieren. Hier können wir noch einen hinmachen. Dann zaubern wir mal noch so einen größeren hier hin. Die andere Seite können wir natürlich gleich auch noch einen Baum hinmachen. Mal so. Das sieht doch schon recht natürlich aus. Vielleicht noch den einen oder anderen Felsen hinballern, wenn das geht. So einen großen Felsen mal. Und vielleicht nochmal. Na, das weiß ich nicht, ob mir der gefällt. Ja, nicht so. Ich sollte aber hier vielleicht gleich auch noch ein bisschen mit Deko-Elementen arbeiten. Oh, das gefällt mir aber schon mal hier. Hier muss auf jeden Fall auch gleich noch was hin. Definitiv. Wir machen jetzt mal ganz kurz hier den Bereich. Dann machen wir mal grün. Und ich glaube, auch hier werde ich einen kleinen Zaun entlang ziehen. Einfach so aus Deko-Zwecken. Einfach hier so hinten entlang. Bis dahin. So, okay. Und dann machen wir hier nämlich noch ein paar Bäumchen hin. Das kann jetzt ruhig auch künstlich gepflanzt aussehen. Hier an dieser Stelle, finde ich. Also versuchen, möglichst im gleichen Abstand die gleichen Bäume zu pflanzen. Wird ja auch gerne mal in irgendwelchen Parks gemacht als Deko. Okay, sehr gut. Dann machen wir hier mal die bunten Blümchen noch zwischen. Auch mal sehr, sehr schön. Ja, hier geht es leider nicht mehr zwischen. Schade, schade. So, ich pinsel jetzt hier nochmal ordentlich Gras und grünes Grünzeugs hier mit ran, weil ich finde, dass die Felsen cooler aussehen, wenn die so ja, grünlicher sind. Seht ihr das? Also das finde ich schon, sieht irgendwie nicer aus. Vielleicht ihm noch den ein oder anderen Felsen unterbringen. Das wäre ganz cool. Nur sehr schwierig hier an dieser Stelle. Man sieht. Vielleicht können wir hier mal so einen großen machen. Ah nein, das macht mir... Eieiei, der macht mir hier den Weg kaputt. Der macht mir ordentlich den Weg kaputt, wie ihr seht. Ich werde das jetzt hier auch wahrscheinlich nicht mehr anheben können. Ja, vielleicht doch. Ganz leicht macht der Meadow den Weg kaputt. Da geht dann nur noch ganz leicht runter. Der sieht aber auch tatsächlich nicht so nice da aus. Den machen wir wieder weg. Den machen wir wieder hier ein bisschen Ordnung rein. So. Ich habe leider auch kein Rückgängig-Tool. Das heißt, wenn ich mir was kaputt mache, muss ich es wieder manuell reparieren. Aber das hat ja gut geklappt. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht einen anderen Felsen hier mal probieren können. Den einzelnen. Habt ihr das gerade gesehen? Ich platziere den hier und der Baum ist angeblich im Weg. Ach so, nee, wegen der Absenkung wahrscheinlich. Das macht natürlich Sinn. Und hier könnte ich den noch unterbringen vielleicht. Ja, wenn ich hier noch ein bisschen angehoben kriege,
Super. Okay. Der Felsen passt hier auf jeden Fall hin. Das ist gut. Vielleicht hier gleich noch ein Felsen oder Bäume. Wäre dekotechnisch auch cool. Na, leider. Felsen gehen schon mal nicht. Wir probieren mal ja, so ein paar Bäume. Ja, Palmen will ich nicht. Wir haben ja nicht viel Auswahl. Den Baum müssen wir auch gleich noch auf jeden Fall unterbringen. Da freue ich mich schon. Der Baum ist richtig cool. Hier oben noch ein Baum hin. Der ist auch relativ groß, aber der ist cool, der Baum. Also passt das, denke ich mal. Vielleicht kriegen wir hier vorne noch einen Baum hin. Ja, der ist cool, der Baum. Aber dann will ich den da oben weg haben. Ja, so ist perfekt. Das ist cool, das gefällt mir. Sieht doch jetzt schon sehr nice aus hier, diese Ecke, oder? Ja, das gefällt mir. Hier vorne müssen wir gleich noch gucken, dass wir den Übergang noch ein bisschen besser gestalten. Vielleicht mit Felsen oder mit ein paar Bäumen oder so. Aber das, die Klippe hier gefällt mir schon mal sehr, sehr gut von der Optik. Das sieht nice aus. Schön natürlich. Ich habe jetzt hier oben erstmal Gras eingezeichnet. Werde jetzt hier, glaube ich, diesen Zaun doch noch weiterführen. Und da oben verbinden mit dem anderen Zaun. Ich meine, warum nicht? Sodass der dann gleich hier... Eigentlich könnte der Weg nämlich hier echt entlang führen. Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal. Dass wir hier diesen Weg schön an der Klippe entlang führen. So, hier war leider gerade der Baum im Weg, den ich eigentlich ganz cool fand da hinten. Da müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir da noch einen neuen Baum platziert kriegen. Aber so ist jetzt schon mal der Wegverlauf. Den finde ich cool. Hier hinten können wir auf jeden Fall noch irgendwas Cooles einbauen in diese Ecken. Da kommt dann später ein Hotel noch hin, glaube ich. Und vielleicht eine Jurassic Tour Eingang oder so hier auf dieser Seite. Das werde ich aber erst später machen. Heute steht natürlich erstmal im Vordergrund das Entwicklungslabor. So sieht das Ganze jetzt schon von oben aus. Die Form finde ich ganz cool. Hier haben wir dann auch noch ein bisschen Platz rausgeholt. Das ist auch nice. Als nächstes machen wir dann, würde ich sagen, den zweiten Beobachtungsturm. Welche Richtung kommt der denn? So, der schaut schon mal da. Eigentlich wäre es cooler, wenn der so in diese Richtung so ein bisschen schauen würde. Nur passt das hier nicht ganz so gut. Da müssen wir dann gleich gucken, dass wir das mit dem Weg gut angepasst kriegen. Weil so guckt er wenigstens ein bisschen mehr in die Mitte des Parks. Hätte ich den jetzt in diese Richtung gemacht, wäre auch irgendwie doof, ne? Wobei das besser ausgesehen hätte, vermutlich. Ja, aber wir schauen gleich erstmal, wenn der fertig ist, wie das Ganze aussieht dann im Endeffekt. Hier rumbauen wird dann natürlich jetzt auch schwierig, ne? Ich glaube, ich kann dann hier wirklich mit dem Weg nur irgendwie bis hier oder so gehen. Zumindest, wenn ich das hier den Klippen anpasse. Irgendwie so. Hab jetzt hier erstmal die Wege verbunden und das sieht doch schon recht cool aus. Wird halt nur vom Platz her sehr, sehr schwierig alles werden. Aber das ist man ja schon von Isla Nublar gewohnt. Haben sich auch schon tausendmal Leute gewünscht, dass man eine größere Sandbox-Map hat, aber irgendwie wurde auf den Wunsch noch nicht so sonderlich eingegangen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir machen das Beste draus. So wie immer bei Jurassic World Evolution. Ich glaube, ich führe den Zaun erstmal so weg. Hier müssen wir halt gucken. Hier wird es dann wieder darauf hinauslaufen, dass wir auf jeden Fall am Wegrand entlang bauen. Ich denke mal, ich werde hier so den Einrastpunkt machen. Dann machen wir so eine Kurve rein. So habe ich das jetzt erstmal gemacht. Und jetzt geht es natürlich auch hier wieder an die Klippengestaltung auf jeden Fall. Ich mache nochmal erstmal diese Blümchen hier weg, damit ich hier nochmal etwas überzeichnen kann. Mit dem Klippentool. Und dann werden wir auch hier noch ein paar Bäume hoffentlich unterbringen können. So, der ist schon mal sehr gut, der Baum. Da oben kriegen wir auch noch einen Baum hin. Super. Ja, da hätte mir einer von den beiden gereicht. Okay, das ist gut. Hier noch ein Baum. Da ein Baum. Und so ein Baum hin. Das ist schon mal sehr nice. Ein paar Felsen wären natürlich auch noch super. Habe jetzt nochmal vorher gespeichert, bevor ich mir das jetzt hier alles kaputt mache. Ja, durchs Felsen platzieren, weil ihr seht ja, die Landschaft wird dadurch sehr verändert. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, wenn das so ein bisschen ja, uneben und so hier wird. Es muss ja nicht alles so glatt gebügelt sein. Und deswegen ist das eigentlich ganz okay. Ja, diese Felsen, die haben immer am wenigsten Einfluss. So sind echt die pflegeleichtesten Felsen hier, habe ich das Gefühl. Aber ich würde
Die tatsächlich hier, glaube ich, gar nicht hinmachen. Wäre cool, wenn wir hier ein paar andere hätten. So. Sieht schon nice aus. I like it. Kriegen wir sogar noch andere Felsen unter, so wie es aussieht. Da gab es einen ganz kurzen blauen Punkt. Habt ihr es gesehen? Da, perfekt. So, nur der Weg darf nicht zu uneben werden. Nee, das sieht aber noch alles ziemlich gut aus. Und jetzt können wir an dieser Stelle mal eben schon mal hier mit dem Grastool wieder ein bisschen arbeiten. Hier oben sollten auch noch gleich ein paar Felsen hinkommen. Aber die Ecke sieht doch schon mal relativ cool und natürlich aus. So richtig schön uneben. Ein paar Klippen, ein paar Felsen. Das ist nice. Vielleicht hier noch ein Bäumchen hin. Das wäre cool. Oh ja, perfekt. Okay. Wenn hier noch ein bisschen Gras weg wäre, wäre natürlich noch besser, aber Angst, den Baum wieder zu entfernen. Das geht ja auch oftmals schneller, als man denkt. Ja, Fels kriegen wir ja nicht mehr hin, ne? Doch, kriegen wir tatsächlich. Cool. Okay, das sieht doch schon ziemlich, ziemlich gut aus, Leute. So, welche Gebäude jetzt noch wichtig sind, ist auf jeden Fall die Einschienenbahn. Die ist super wichtig. Da ist die Positionierung tatsächlich auch mega, mega wichtig. Ich glaube, ich werde die einfach... Ich will nicht, dass sie so viel Platz wegnimmt. Ich glaube, ich werde die so platzieren. Und dann kann man hier auch gut lang bauen. So, das sieht doch schon ganz cool aus. Hier geht es dann steiler mal runter, ist aber auch nicht schlimm. Das macht schon mal optisch gut was her, ne? Also die Einschienbahn dann nochmal. Ich glaube, ich mache das so. Und dann können wir hier vielleicht noch einen kleinen Wasserbereich machen. Aber dann wird es schwierig mit Besucherläden. Obwohl, wir könnten hier noch eine Reihe an Besucherläden rein theoretisch machen. Aber ich will jetzt erstmal gucken, dass ich den Wasserbereich noch hinkriege. Ich glaube nämlich, dass ich in dieser Folge doch nicht mehr die ersten Dinos schaffe. Das hat jetzt alles länger gedauert als vermutet. So, das sieht gut aus. Vielleicht kriegen wir jetzt hier nämlich Wasser unter. Das wäre nice. Jo, super. Ja, der Spielwarenladen, der passt vom Eingangsbereich jetzt nicht. Ich hätte gerne was Mittiges. Was mit einer Spielhalle? Spielhalle könnten wir machen. So. Und dann als letztes machen wir Fossiliensohn. Jetzt könnte es sogar gleich mit den Wegen passen. Theoretisch. So. Hier hinten, das gefällt mir immer noch nicht. Das muss ich gleich unbedingt überarbeiten. Deswegen habe ich hier es ein bisschen breiter gelassen, damit ich hier in der Hoffnung, dass ich hier noch einen Weg zwischenkriege. Genauso. Und hier auf dieser Seite genauso. Aber hier sollte es easy passen. Perfekt. So, weil dann kann ich gleich nämlich die grauen Flächen so ein bisschen verbinden. Und dann sieht das Ganze ein wenig schöner aus. Ich muss natürlich jetzt warten, bis die Geschäfte fertig sind. So, die Gebäude stehen. Und der Weg dahinter ist jetzt schon gemacht. Ist jetzt hier natürlich nicht an allen Stellen perfekt. Aber das ist leider auch nicht perfekt machbar. Aber ich würde sagen, wir hauen jetzt hier noch ein Sichtschutzzaun dahinter. Und dann könnte das eigentlich schon ganz gut aussehen. Nicht zu nah, weil sonst werden wir das nicht hinkriegen. Aber wir machen die Einrastpunkte ungefähr immer gleich. Dass der Abstand zumindest gleich ist. So, und dann hier hinter. Perfekt. Und hier dann noch den letzten. Dann haben wir hier schon mal so einen Zaun hinter. Das ist doch cool. Und dann können wir hier vielleicht gleich noch ein bisschen Deko machen. Das machen wir jetzt mal eben. Ich glaube, ich werde hier sogar das Ganze nochmal anheben, so ein bisschen. So, dass man hier noch die Klippen ein bisschen vorziehen kann. Das sieht nämlich besser aus. So, und dann können wir nämlich hier oben nochmal ein paar Bäume hinmachen, auf jeden Fall. Kommen die Bäume hier nochmal ein bisschen näher. Felsen wäre natürlich auch noch cool dahinter. Ja, der ist ein bisschen zu groß hier. Leider, leider. Dann nehmen wir doch mal den kleineren hier. Den werden wir hoffentlich noch... Wie, das geht hier nicht. Erst hier unten, das ist aber ärgerlich.
Das ist aber sehr ärgerlich. Okay, hier können wir keine Felsen machen. Aber dann würde ich sagen, pinseln wir hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen in das Gras und so hin. Und Bäume gehen hier gleich mit Sicherheit hin. Wir nehmen nochmal den einen oder anderen Baum. Dann sieht das, denke ich mal, auch okay aus. Sieht ja schon ganz cool aus hier hinten, die Optik. Ich weiß nicht, ob ich den Zaun hier so geil finde. Ich glaube, den mache ich mal weg. Ich glaube, ohne ist cooler. Jo, ohne ist besser, definitiv. Dann können wir natürlich hier auch nochmal versuchen, ein paar mehr... Hier vielleicht noch einen Baum hinzukriegen. Hier noch einen Baum. Da noch einen Baum. Hier haben wir, glaube ich, gerade keinen Felsen mehr untergekriegt. Aber vielleicht geht's ja jetzt, wo der Zaun weg ist. Könnte geholfen haben. Ne, leider nicht. Ärgerlich, aber nicht weiter schlimm. Hier will ich nicht... Ah, jetzt ist hier alles verschwunden. Vielleicht können wir hier nämlich mal so einen manuellen Baum platzieren. Könnte besser funktionieren. Ja, genau, sowas. Das ist doch schon mal gut. Das gleiche machen wir mit dem anderen Baum. Hier nochmal. Dann sieht das doch schon ganz cool aus. Jo, sehr gut. Ja, das passt aber eigentlich alles soweit. Ich habe jetzt schon relativ lange aufgenommen und ich glaube, die Folge ist jetzt schon lang genug. Und ich würde sagen, es ist sehr, sehr schade, dass wir den Dinosaurier in dieser Folge nicht mehr geschafft haben. Aber wir haben schon mal hier einen großen Teil von unserem größten Besucherbereich geschafft. Und ich bin eigentlich schon sehr zufrieden, muss ich sagen. Die Wüste ist auch noch groß genug. Ich freue mich schon auf die Wüstengestaltung. Die wird zwar relativ schwierig werden, aber freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wir haben auch schon ein Hemd-Entwicklungslabor jetzt fertig. Das heißt, in der nächsten Folge kommen auf jeden Fall die ersten Dinosaurier, weil das wird definitiv Zeit. Und ich verspreche es euch, in der nächsten Folge kommen die nächsten Dinosaurier. Ihr könnt ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, welche denn die ersten Dinosaurier eurer Meinung nach sein sollten. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Den Bereich bearbeiten wir beim nächsten Mal. Und der erste Dinosaurier kommt natürlich. Falls euch das Projekt gefällt, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr Ideen und Vorschläge für diesen Park habt, dann könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.